Ja, ich melde mich jetzt vom Training zurück. Ich hatte ja mir als Projekt gesagt, so in 3 Wochen möchte ich wieder mindestens doppelt so fit sein und einfach ja, mich wohlfühlen. Das habe ich schon letztes Wochenende erreicht. Also wenn du in Italien unterwegs bist, so 2000 Höhenmeter irgendwann machst, dann kommt die Fitness echt wahnsinnig schnell zurück. Was echt erstaunlich war, ist auch ein bisschen politisch. Am Gardasee hat sich das Bild ein bisschen gewandelt. Dort gibt es nach wie vor die Urlauber, die da am Strand liegen, sich irgendein Becks oder Krombacher in die Birne hauen, halb blind abends wieder nach Hause gehen. Dann gibt es dann die Wassersportler, die da den ganzen Tag in der Sonne sich braten lassen. Und dann gibt es natürlich die Wanderer und Fahrradfahrer. Und bei den Fahrradfahrern gibt es natürlich E-Bike-Fahrer und die normalen Rennrad- und ohne Akkufahrer. Kaum Komplikationen, Radwege super gestaltet zusammen mit den Fußgängern, kaum Konflikte, kaum Unfälle. Und das, obwohl dort ja richtig Sport betrieben wird. Wenn man das vergleicht gegen die Stadt, wo ich wohne, Ostfildern, Katastrophe, halb so, ein Tausendstel von Fahrzeugen nur unterwegs, ein Tausendstel von Fahrradfahrern und Fußgängern, und es passiert viel, viel mehr und viel drastischere Sachen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, das Bild hat sich gewandelt und es gibt leider auch wenn es weniger Konflikte gibt oder kaum Konflikte am Gardasee, gibt es dort auch, so wie überall, so ganz, ganz wenige, die das E-Bike verwechseln mit einer Motocross-Maschine. Die hauen sich auf das Bike, untrainiert, Akku, also die Unterstützung auf Vollpower, und heizen hoch wie gestört. Mich hatte eine überholt auf einem Schotterweg, wo das Vorderrad fast 10 cm sich in Schotter eingräbt. Also kein Spaß. Die ist von hinten hochgefahren und hat geschrien, Vorsicht, Vorsicht! Ja, und ist an mir vorbeigedonnert, hat mich fast umgefahren. Und ihr Mann ist vorbeigefahren, der war ein bisschen anders drauf, hat sich für sie entschuldigt und hat gesagt, ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich ein paar Meter weiter oben oder ein paar Höhenmeter weiter oben, da haben wir sie dann wieder getroffen. Und da war es dann so, dass auf einmal der Akku leer war und sie rotes Gesicht hatte. Ja, sie war ja auch nicht gerade so sportlich, wie will so eine denn in einem Feldweg oder in einem Trail runterfahren mit dem Bike. Die ist doch danach tot. Also es gibt wirklich ein paar Assis, die fallen leider so auf wie überall, wie auch in der Politik oder in unserem Umfeld. Es gibt ein paar wenige Assis, die machen aber so viel Lärm und beeinflussen das Umfeld so stark. Das ist nicht schön. So, das war jetzt mein Kommentar der Woche. Ich komme noch mal mit ein paar Sachen raus. Es geht auch mit dem Podcast bald wieder weiter. Sven ist auch noch im Urlaub. Ich hatte versucht, ein Interview mit einem AfDler zu bekommen. Es ist so, dass ich ja letzte Woche oder vorletzte Woche was über die Affen von Deutschland gesagt habe. Und der meldet sich seitdem nicht mehr. Weiß nicht, vielleicht liegt es auch was anderes. Vielleicht sucht ihm das BKA oder er muss sich irgendwo im Ausland verstecken. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht meldet er sich nochmal, dann mache ich ein Interview unbedingt mit dem AfDler auch. Weil es geht nicht um die Partei, wie nochmal, muss ich nur wiederholen, auch wenn ich sage Affen für Deutschland. Es geht darum, sind alle Affen für Deutschland. Alle machen wirklich Bullshit. Wir sollten uns um die Themen kümmern, die die AfD eben ja zerglaubt und so verallgemeinert populistisch rausbringt. Und wir sollten uns wirklich drum kümmern und ja auch den Leuten Antworten bieten. Machen wir aber nicht. Und da gehe ich genauso in meiner Partei dagegen vor, weil in unserem Programm steht es ganz eindeutig drin, im Wahlprogramm der Bundestagswahl. Und wir haben so viele Themen gehabt, die wirklich gut waren. Wir müssen es jetzt angreifen, auch wenn wir nur das Finanzministerium haben und nicht nur, wir haben ja auch das Verkehrsministerium. Gerade diese Themen könnten wir jetzt anfassen und uns nicht dauernd rausreden auf die Ukraine, denn das ist jetzt schon gegessen. Wir wissen, wie es ist. Wir wissen, dass es ein Problem ist. Die Wirtschaft hat sich darauf eingestellt, hat die Preise hochgedreht, hat verkauft auch im Notfall weniger. Moment. Verkauft auch im
im Extremfall weniger. Siehe zum Beispiel Mercedes. Die wissen ganz genau, wenn sie die Rohstoffe nicht bekommen, es musste die Firma ja immer noch weiterleben, also wird mehr auf Luxus gesetzt. Das hat nichts mit Qualität zu tun, das hat mit Überleben zu tun. Ja. Also, wir kommen demnächst wieder mit dem Podcast raus. Und jeder, der Bock hat, als Interviewpartner da mit reinzukommen, meldet euch bei uns. Wir haben Bock. Wir werden sicherlich nicht hier streiten oder sonst was. Darum geht es nicht. Wir wollen was verbessern. Und wir werden auch unseren Podcast ein wenig verändern. Das werden wir aber erstmal in der nächsten Episode sagen, wie und was wir genau machen werden. Wird von der Qualität hoffentlich ein bisschen besser. So, ich suche jetzt einen Weg, wo ich hin muss. Bleibt dran. Oben in der Bio findet ihr den Link zu uns auf unser Podcast oder auf meine Webseite. Schaut auch vorbei, mein neues Projekt, was ich habe, dieses unpolitische Projekt. Das ist auf der privaten Webseite. Da müsst ihr bloß das .de auf .com umwenden und dann findet ihr alle Sachen, die ich privat mache. Und auch mit Herzen und Vollblut dabei bin. So. Schön, gell? Jetzt muss ich eine Tankstelle suchen. Wo gibt's hier Hefeweizen? Sieht schlecht aus. Ciao.